2002 fand im Jüdischen Museum Frankfurt eine Ausstellung von Ludwig und Else Meitner statt. Das war die erste Gemeinschaftsausstellung des Künstlerehepaars seit über 50 Jahren. Else Meitner war eine Malerin, Zeichnerin und Grafikerin, die zur sogenannten verschollenen oder verlorenen Generation gezählt wird. Das heißt, ihr Werk ist eigentlich aufgrund der Verfilmung durch die Nazis unbekannt geblieben. Als junge Künstlerin hatte Else Meitner in Berlin durchaus erste Achtungserfolge. Es gab eine Radierung von ihr, die ein Porträt des Schriftstellers Alfred Döblin darstellte, die preisgekrönt wurde. Und es gab auch eine Einzelausstellung von ihr bei den Juryfreien 1932. Nach 1933 wurden diese ersten Anfangserfolge aber jäh abgeschnitten, denn unter den Nationalsozialisten durfte Else Meitner nicht ausstellen. Das heißt, nur im Rahmen jüdischer Organisationen, also des Jüdischen Kulturbundes, waren Ausstellungen für sie möglich. Ludwig und Else Meitner haben sich kennengelernt in der Zeichenklasse von Ludwig Meitner. Else Meitner war also seine Schülerin. Sie haben aber dann relativ schnell geheiratet. 1929 kam der gemeinsame Sohn David. Und die Künstlerehe war insgesamt, muss man sagen, durchaus kompliziert, durchaus schwierig. Zum einen stellten sich bald dann doch so gewisse Rivalitäten ein. Zum anderen waren eben auch die materiellen und die äußeren Bedingungen dieser Ehe ja durchaus problematisch. 1939 sind Ludwig und Else Meitner nach London ausgewandert, und zwar im August, also ganz kurz vor Kriegsbeginn. In London war die Situation für sie schwierig. Sie konnten als Künstler nicht wirklich Fuß fassen. In den Londoner Jahren haben sich die beiden auch etwas auseinandergelebt, etwas entfremdet, sodass letztendlich, als Ludwig Meitner dann nach dem Krieg 1953 beschlossen hat, wieder nach Deutschland zurückzukehren, Else Meitner eben in London geblieben ist. Also Else Meitner blieb in England. Sie arbeitete weiter als Künstlerin, hat durchaus fleißig gemalt, gezeichnet. Allerdings, man muss es sagen, weitgehend erfolglos, eher unbeachtet. Trotzdem ist ein beachtliches, sehr umfangreiches Werk entstanden, was eben 2001 den Weg in unsere Sammlung gefunden hat, die dann der Grundstock für die Ausstellung, für die Doppelausstellung 2002 war. Und der Kernpunkt der Ausstellung war, einerseits durchaus Berührungspunkte zu zeigen, aber auch auf der anderen Seite durchaus klarzumachen, dass Else Meitner eine wirklich eigenständige und auch sehr originelle Künstlerin war. Mein Name ist Erik Riedel, ich bin Kurator der Kunstsammlung und betreue am Jüdischen Museum das Ludwig-Meitner-Archiv.